Herzlich willkommen zum Voting-Spiel bei Spreke TV. Ihr habt auf Facebook abgestimmt und euch für das Spitzenspiel der Kreisliga B Staffel 5 zwischen dem SC Minerva und der SG Blankenburg 2 entschieden. Blankenburg könnte bei einem Sieg erstmals in dieser Saison auf einen Aufstiegsplatz klettern. Keine leichte Aufgabe, schließlich ist Minerva noch ungeschlagen und hat zu Hause noch nicht einen Punkt hergegeben. Und los geht's! Minerva muss auf seinen Trainer Murat Ikyol aus beruflichen Gründen verzichten. Auch nicht dabei ist Emrula Demirtas, der beim Hinspiel 3 Buden zum 5:2-Sieg der Gastgeber erzielen konnte. Das soll dieses Mal Güney Aslan übernehmen. Zwar hat er bisher erst ein Tor auf dem Konto, dafür brennt ihn in den Beinen auch weiter ungeschlagen zu bleiben. Ihm gegenüber soll Benjamin Reichert dafür sorgen, dass vor allem in der Defensive bei Blankenburg nichts anbrennt. Blankenburg im Vorwärtsgang. Armin Bekirovic scheitert an Mert Höbeck, aber sein Pass findet Sebastian Dumke. Flanke! Da waren die Kollegen in der Offensive wohl noch nicht ganz wach. Nach den ersten Minuten kommen auch die Gastgeber in Schwung. Unbedrängt überwinden sie das Mittelfeld. Ein Pass in die Spitze und peng, ist das Ding drin? Wie leicht ging das denn? Güney Aslan macht seine zweite Bude der Saison. Der Jubel seiner Kollegen zeigt, wie stark Minerva hier als Einheit auftritt und den Aufstieg erreichen will. Doch Blankenburg macht es den Männern aus Mitte auch zu einfach. Beim Pass von Berkan Kankaji ist Sebastian Dumke zu weit von Aslan entfernt. Der nimmt so eine Einladung natürlich gerne an. Minerva bekommt jetzt richtig Lust aufs Kicken und schaltet weiter auf Offensive. Gökhan Cevic auf Aslan. Doch dieses Mal wird es ihm nicht so leicht gemacht. Blankenburg gibt aber nicht auf. Reichert mal mit dem Hammer. Nein, das war noch nichts. Die Männer in Schwarz-Weiß sind jetzt am Drücker. Bekirovic auf den startenden Reisig. Der wird gefoult. Elfmeter für den SG Blankenburg 2. Da braucht es keine langen Diskussionen. Minervas Kapitän Göktan Erbas hat keine Chance auf den Ball. Der Strafstoß ist absolut berechtigt. Benjamin Reicher tritt gegen Ölkay Bekret an. Und Bekret hält. Was für eine starke Reaktion von Minervas Keeper. Hier zeigt er, warum der Tabellenführer die wenigsten Gegentore der Liga hat. Für Benjamin Reicher deutet sich ein Tag zum Vergessen an. Auch wenn ihm hier noch ein verlegenes Lächeln vom Gesicht huscht. Zweite Halbzeit. Die Schwarz-Weißen haben Durchgang 1 verdaut und machen zu Beginn wieder Druck. Doch Jermain Wagner zimmert das Ding in die Wolken. Aktuell deutet hier alles auf den 9. Heimsieg in Folge. Freistoß für den SC. Berkan Kankaji hat das 1:0 vorbereitet. Kann er jetzt sogar erhöhen? Nein, Keeper Matthias Dumke lässt kurz abprallen, hat die Kugel aber im Nachfassen. Ab jetzt spielt nur noch der Gastgeber. Der eingewechselte Roger Addo hat Platz und knallt aus 30 Metern einfach mal drauf. Torwart Dumke rettet mit einer tollen Parade. Dieser Addo hat Mumm und scheitert beim Tor des Monats an Matthias Dumke. Dumke ist zu dieser Zeit der Einzige, der sich gegen die Niederlage stemmt. Minerva ist jetzt pausenlos am Drücker. Die Schwarz-Weißen bekommen den Ball einfach nicht mehr unter Kontrolle. Dann versuchte Sinan Yildiz. Aber auch der scheitert am gut aufgelegten Blankenburger Schlussmann. Ohne Dumke würde Minerva deutlich höher führen. Kommt da noch was oder ergeben sich die Gäste ihrem Schicksal? Vielleicht klappt es ja mit einer Ecke. Der eingewechselte Kai Kramke hat den Ausgleich auf dem Kopf. Der Blankenburger Slogan lautet übrigens, da wo Fußball noch Spaß macht. Doch so richtig Spaß hat hier nur Minerva. So wie hier Roger Addo. Der sieht den freien Hassan Oluch. Zu leicht, 2:0. Auch für Hassan Oluch ist es das zweite Saisontor und er weiß, bei wem er sich für die starke Vorbereitung zu bedanken hat.
Eine Weltklasse-Annahme von Roger Addo. Der umspielt Keeper Dumke und hat noch das Auge für den freien Mann. Das Tor gehört zu 99% Addo. Und das weiß Schütze Aluch auch. Das Spiel endet verdient 2:0. Die SG Blankenburg 2 hat insgesamt zu wenig nach vorne gemacht und sich zu lange auf die Leistung ihres Torhüters ausgeruht. Minerva baut dagegen seine Führung weiter aus und steuert bei 12 Punkten Vorsprung mal nur noch 12 Partien auf den Aufstieg in die Kreisliga A zu.